Willkommen zurück zu Let's Play The Evil Within. Ja, Kapitel 2 mittlerweile. Jetzt ist das DLC freigeschaltet. Hammergeil, das sinnlose Noob-DLC. Eine Sache noch vorab, bevor ich jetzt hier auf Weiterklicke. Ich habe ich zeige das mal ganz kurz, über die Konsole jetzt eine Einstellung geändert. Und wir müssen jetzt mal schauen, ob die so passt. Ich habe das mal testweise gemacht. Über Einfügen müsste man schauen bei Steam. Ich glaube, ich tue den Link einfach in die Beschreibung. Erklärt Bethesda das. Wir hatten unten diese schwarzen Balken, wisst ihr ja, ne? Diese scheiß schwarze Balken, die einfach ein Drittel vom Bildschirm besetzen oder so. Und die kann man deaktivieren, indem man einfach hier diesen Kommando hier eingibt, ja, Force Aspect Ratio und dann eben eine Zahl von 0 bis 2. Und dann kann man die Balken halt so wegtun. Das ist ein bisschen rangezoomt, ja, aber es sah jetzt nicht schlimm aus. Wir schauen jetzt einfach mal, wie das so ist, weil ohne Dinger wäre es schon echt geil. Wir schauen mal, wie das jetzt so ist. So, weiter geht's. Was geht denn hier ab? The fuck war das denn? Albtraum? Okay. Okay. Boah, die Perspektive war gerade mega strange. Ah, Leichen gefunden. Leichen in Seegemeinden. Seegemeinden? Gefunden. Todesursache bleibt ungeklärt. Mehr als ein Dutzend verstümmelten Leichen wurden in Elk River gefunden. Mehrere ortsansässige Personen werden vermisst. Ich finde, das Seitenverhältnis passt, oder? Ich glaube, das sieht gut aus. Ah, diese Perspektive, ne? Die ist so witzig. So, jetzt wieder einigermaßen normal. Hallo? Jemand da? Und wir checken natürlich nur überhaupt nicht, was hier abgeht. Ich habe keinen Plan. Und genau, schreibt mir in die Kommentare, falls euch hier was auffällt, was nicht passt. Ich nehme jetzt nur eine Folge testweise hier auf mit diesem Ding. Wenn da was nicht passt, dann schreibt es in die Kommentare. Dann wird das in der nächsten bzw. übernächsten Folge dann wieder geändert. Geht, das ist sehr ekelhaft. Und rechts. Oh! Sind wir wach? Geht es den anderen gut? Und die Stadt? Wovon reden Sie eigentlich? Nun, Sie sind gerade der Einzige hier. Hä? Was passiert hier? Und nee, das mit diesen komischen Effekten, das liegt nicht an dieser Anpassung, die ich gemacht habe. Das ist jetzt gerade irgendwie vom Spiel, dass unser Typ hier voll unter Drogen steht. Dieser Ort ist substanziell für Sie. Sie sind hier stets willkommen. Wurde ich eingewiesen? Ich fürchte, das kann ich nicht beantworten. Bitte tragen Sie sich ein. Okay. Wenn Sie sich nicht eintragen, können wir Ihre zukünftigen Erinnerungen nicht aufbewahren. Okay, ich verstehe 0,0, was hier passiert. Aber wir tragen uns gerne ein. Ah, das ist ein Speicherplatz. Neuer Speicherplatz. Cool. Oh, eine Sache noch, Leute, das mich hier absolut nervt. Hier entlang bitte. Machen wir jetzt gleich mal. Auch das, falls euch das nicht gefallen hat, die Einstellung in die Kommentare schreiben. Ich werde jetzt hier mal ganz kurz, das geht mir absolut auf die Nerven. Ich werde hier mal kurz auf, ja, heute ist mal so ein bisschen Optimierungsfolge, ja. Grafik, Hardware und dann gehen wir hier auf, wo ist denn das? Lol. Ich will diese Körnung deaktivieren. Das konnte man doch hier machen. Ah, hier. So, mach mal runter auf 0. Das geht dir gar nicht klar. Viel besser. Also finde ich. Ich finde es besser. Wenn ihr es anders seht, dann, wie gesagt, ab in die Kommentare.
Oh, schöner Sessel. Da setzen wir uns da gleich mal drauf und dann kommt irgend so eine, kommt die schöne Dame. Soll mich hier nicht hinsetzen? Es ist alles in Ordnung. Entspannen Sie sich. Die macht mir Angst. Bitte, setzen Sie sich. Was passiert hier? Was soll das? Beruhigen Sie sich. Es ist nur zu Ihrem Besten. Ach, nice. Das ist also unser Verbesserungssystem. Okay, freischalten. Voll in den Shit. Sehen Sie schon viel besser. Lady, werde ich verrückt? Wie kommen Sie wieder? Ich warte auf Sie. Jetzt sind wir wieder hier, okay. Ja, da haben wir die letzte Folge. Hoffentlich hat noch jemand anders überlebt, außer wir. Also Leute... Scheiße, was zur Hölle geht hier vor? Leute, mal ganz ehrlich, das Spiel sieht doch jetzt tausendmal besser aus. Also, ich finde, das sieht viel besser aus. Wo bist du? Okay, das sind also die Fähigkeitspunkte. Wir haben fast kein Life. Das war hier unser... Unser Bus, da war so ein Verrückter drin. Wo ist denn der jetzt eigentlich? Ich suche jetzt hier mal. Alter, was ist das hier? Ich glaube, es ist ein bisschen nah rangezoomt, das Bild. Aber das geht noch klar. Spritze. Die Herkunft des Medikaments in dieser Reisespritze ist unbekannt, aber es stellt etwas Gesundheit wieder her. Ja, immerhin. Okay. Inventar öffnen. Jetzt ist immer noch so ein bisschen Tutorial-mäßig hier. Benutzen. Okay. Ja, nice. Wo sollen wir denn jetzt lang? Hier, denke ich mal, ne? Hm, eine schöne Blutspur. Alter, wie läuft denn der jetzt? Was geht denn hier ab? Der glitscht dir so durch die Gegend, Alter. Was geht denn hier ab? Also, für mich sieht das nicht nach normalem Laufen aus. Ja. Greife Gegner oder Gegenstände mit bloßen Händen. Oh ne, wir müssen jetzt kämpfen. Aber sicher. So, wo sitze ich, Drecksgegner? Ah, kommt hier, ich laufe hier rum, ne? Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Gibt es hier sowas wie eine Karte? Ah, da ist Licht. Ne, aber das da kommen wir doch her, oder? Oder? Was ist denn das hier? Alter. Nee, kommen wir nicht her. Cool. Hey! Ey. Okay, wir gehen hin. Oh, es sind Kannibale. Das ist ja ein Zufall. Ist der denn da Leckeres? Hm, ein Menschen? Isst du da gerade ein Menschen, mein Freund? Isst du da etwa gerade ein Menschen? Es tut mir leid, aber das kann ich nicht durchgehen lassen. Okay, Baby. Connelly. Oh. Ja, Alter! Alter, mit Controller schießen das aus, mein... Bam. Mein Gott, Connelly. Alter, das Spiel ist 100% uncut, leck mich am Sack. Dass das in Deutschland erlaubt ist, ey, das ist echt krass. Alter, damit soll ich was treffen, das ist ja der Hammer. Wie nah ran man da ist. Puh, das wird jetzt natürlich interessant, damit was zu treffen. Wie dunkel das hier auch ist. Egal, wir müssen weiter. Ich spiele übrigens nur, weil Hardy von Pete's Meat heute um 19 Uhr einen Stream hat und den würde ich gern sehen, ohne gespoilert zu werden. Deswegen zocke ich jetzt hier auch noch und dann werde ich halt das sehen, was ich schon gespielt habe, aber das ist ja mit Hardy immer witzig.
Ich glaube, solche Spiele, so Horrorspiele, kann man sich auch bei anderen immer so ein bisschen anschauen. So selber zocken und bei anderen schauen oder zwei verschiedene LP anschauen. Ich kann da nicht weiter. Alter, ich, das ist hier echt. Ah. Tut weh, tut weh. Wow. Wolltest du mich gerade warnen? Du bist Leslie, oder? Ich bin Polizist. Kann ich dir helfen? Dir helfen? Scheiße. Wie bringe ich dich denn nur ins Krankenhaus? Krankenhaus! 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 Verdammt nochmal. Oh, wow, das war... Alter, das war nicht beabsichtigt. Erstmal schießen. Okay, Fall entschärfen mit A halten. Dann machen wir das mal. Fallenteile erhalten. Fallenteile werden benötigt, um Bolzen für die Quallenarmbrust herzustellen. Sie werden im Inventar verwendet. Eine Quallenarmbrust. Alter, das ist so krass, ne? Ich meine, die Sichtweite ist ja hier vielleicht nur so 5, 6, höchstens 10 Meter und dann so ein Zoom. Okay, das wird interessant. Damit werde ich nie im Leben. Ja, wir haben ja noch einen Nahkampfangriff. Warum sollte ich denn sprinten? Ich will nicht sprinten. Oh nein. Oh nein. Nähere dich einem am Boden liegenden Gegner und drücke B, um ihn zu verbrennen und zu vernichten. Dies verbraucht ein Streichholz. Wenn die gleichen Gegner nah genug sind, kannst du sie mit einem einzelnen Streichholz verbrennen. Neben Leichen und Gegnern gibt es noch weitere brennbare Gegenstände. Ich dachte, den soll ich jetzt anfackeln. Ah, hier ist ein Streichholz und... Tschüss. Das Feuer sieht doch ordentlich aus. Okay. Das denn da? Sieht, ich weiß nicht, ob ich da hin will, aber ich muss natürlich hin. Hallo, jemand zu Hause? Alter. Lass diese Parallelwelt, das habe ich zumindest gehört. Ey, du sollst einfach reingehen. Was machst du denn jetzt hier? Oh, Tagebuch von Sebastian Castellanos, November 2004. Das sind übrigens wir, Sebastian Castellanos. Castellanos. Endlich habe ich mein Goldabzeichen, Detective Sebastian Castellanos. Das klingt gut. Hat eine halbe Ewigkeit gedauert, aber sie sagen, dass mein Aufstieg einer der schnellsten jemals war. Kann's kaum erwarten, als Detective kann ich mehr Gutes bewirken, als es mir als Streifenkopf je möglich war. Außerdem muss ich auch nicht mehr diese bescheuerte Uniform tragen und zu der Gehaltserhöhung sage ich auch nicht nein. Das KCPD kann jeden Mann gebrauchen. Die Zahl der Verbrechen ist in letzter Zeit unverhältnismäßig gestiegen. Crimson City ist mein Zuhause und es ist mein Job, die Stadt zu beschützen. Das klingt ja wie ein sehr verantwortungsbewusster Polizist. So, hier ist der Spiegel. Scheiße! Und ich glaube, hier ist diese Parallelwelt, wo ich mich dann umskillen kann, dachte ich eigentlich. Ist das richtig gewesen? Was? Schon wieder hier? Ich verliere den Verstand. Das ist, glaube ich, unsere Base sozusagen. Denke ich mal. Nö. Ich frage mich, was hier der böse Traum ist. Jetzt gehe ich wie dir. Geht es Ihnen nicht gut? Ich möchte ganz skillen wieder. So. Ja, ich habe wirklich, die Story ist mir noch ein bisschen rätselhaft. Was jetzt letztendlich, also das ist natürlich, ich denke mal, das hier ist die Realität. Und wir sind irgendwie bekloppt oder so, ich weiß es nicht. Okay, maximale Sprint dauert, boah, unfassbare 3 Sekunden. Nahkampfschaden, 100%. Boah, das hier alles ein bisschen kacke ist. Waffen, Alter, ich werde hier erschlagen gerade. Feuerrate, Nachladegeschwindigkeit, Magazin, Genauigkeit, kritisch. Hier haben wir noch andere Waffen, aber wir haben aktuell nur die Reserve. Okay, Fitness, was machen wir denn jetzt? Wir haben 700 Punkte. Okay, das können wir nicht machen, das können wir nicht machen. Können wir auch was machen? Das können wir machen, Nachladegeschwindigkeit. Ich wüsste, wie man nachlädt.
Genauigkeit, ja. Granaten. Ne, komm ey, lass mal gut sein. Wir machen mal Genauigkeit. Ja. Ja. Okay. Kurz mal checken, wie lange ich hier schon aufnehme, wie lange geht die Folge? 16 Minuten sehe ich hier gerade. Ich glaube, hier ist ein ganz guter Punkt. Kann ich jetzt hier irgendwie auch speichern? Hier kann ich speichern, ne? Oder? Ja, voll geil. Die Idee finde ich geil. Ja, dann würde ich sagen, ist hier wieder Folgenpause und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie euch das Ganze hier mit den neuen Einstellungen gefallen hat. Ich werde jetzt eine Folge noch mit diesen Einstellungen vornehmen und erst dann werde ich praktisch, falls da was nicht gepasst hat, das wieder umstellen. Da bin ich raus und bedanke mich mal fürs Zuschauen. Ciao.